wenn du Probleme hast, entspannt einzuschlafen. Oder vielleicht einfach eine beruhigende Stimme suchst, die dich in den Schlaf begleitet, dann bist du hier genau richtig. Diese geführte Fantasiereise wird dir helfen, dich tief zu entspannen, ganz loszulassen, um in einen friedlichen Schlaf zu fallen. Diese Geschichte wird alle deine Sinne anregen, so dass du dich ganz mit dieser Reise verbinden kannst. Auch ist diese Geschichte in der Du-Form geschrieben, um dich noch mehr in den Verlauf zu integrieren. Die Erlebnisse dieser Reise werden einen Einfluss auf deinen Geist und Körper haben. Die inneren Bilder werden dich tief entspannen, positiv stimmen und erleichtern. Du wirst in ein verwunschenes Dorf inmitten eines Tropenwaldes reisen und dich dort in einer zauberhaften, exotischen Umgebung wiederfinden. Du wirst den Duft der Freiheit atmen, die feuchte Hitze des Regenwaldes fühlen und die fremdartigen Klänge seiner Tierwelt lauschen. Stelle nun die Lautstärke so ein, dass meine Stimme angenehm laut ist, aber dich nicht beim Einschlafen stört. Lösche das Licht und mache es dir in deinem Bett bequem. Falls du jetzt noch etwas Zeit benötigst, dann pausiere dieses Video für diesen Moment. Ich werde nun das Video auf Schwarz schalten, so dass du dich ganz ungestört auf deine innere Reise begeben kannst. Ich wünsche dir viel Freude, Entspannung und später einen angenehmen Schlaf mit wunderschönen Träumen. Ein Taxi setzt dich an der Pforte zu einem kleinen Dorf am Rande eines Regenwaldes ab. Als du aussteigst, liegt noch der von den Reifen aufgewirbelte Staub in der Luft. Der Boden unter deinen Füßen ist rotbraun und trocken, sandig und doch solide. Deine Schuhe hinterlassen Spuren und sinken dennoch nicht ein. Neugierig siehst du dich um, während du das Taxi sich auf derselben Straße entfernen hörst. Du bist hierher gekommen, ohne zu wissen, was dich erwartet. Du hast keinen Plan. Es gibt nichts, was du sehen musst und auch nichts, was du tun musst. Du bist einfach hierher gekommen, um zu schauen, wo dich dieser Weg hinführt. Neugierig schaust du dich um.
Einige wenige Hütten aus Holz säumen den Weg vor dir. Die Stelzen, auf denen sie leicht erhöht stehen, zeugen von den Ausmaßen der Regenfälle, die hier zu mancher Zeit vom Himmel niederströmen. Aber heute ist es ganz trocken. Die Sonne scheint angenehm warm auf dich herab und wärmt deine Arme und dein Gesicht. Fühl einmal hinein. Kannst du die Sonnenstrahlen auf deiner Haut spüren? Wie fühlt sich das an? Es ist merkwürdig. Noch nie ist dir diese Berührung so aufgefallen. Es fühlt sich an wie eine zärtliche Umarmung. Nur einzelne kleine Wölkchen ziehen gemächlich über den Himmel. Das Klima hat seine Spuren auf den Häusern hinterlassen. Die Sonne, der Wind und der Regen haben das Holz, aus dem sie gebaut wurden, gezeichnet. Dunkle und helle Stellen, die das Wasser und die Sonne geprägt haben, lassen die Kraft der Elemente erahnen. Die einzelnen Pfähle und Planken sind aufgeraut und rissig, und dennoch wirken die Hütten stabil und überdauernd. Fasziniert von der neuen Umgebung trittst du andächtig in dieses Dorf am Rande des Urwalds. Ein sanfter Wind streicht um dich. Er bietet eine willkommene Abwechslung zu den warmen Sonnenstrahlen auf deiner Haut. Du nimmst ihn ganz bewusst auf deinen Armen wahr. Du streckst deine Arme seitlich neben deinem Körper aus, um den Wind noch besser spüren zu können. Du spreizst die Finger so, dass er zwischen ihnen hindurchgleiten kann. Schließ die Augen und spürst ihn auf deinem Gesicht. Deinem Mund, deiner Nase, deinen Augenlidern, deinen Ohren, deiner Stirn und in deinen Haaren.
ob es sich so anfühlt, fliegen zu können. Du hörst ein leises Klappern, Klingen und Rascheln und öffnest deine Augen wieder, um zu sehen, was diese wundervollen Klänge erzeugt. Da erkennst du, sie rühren von den Spitzen der ockerbraunen, getrockneten Blätter her, mit denen die Dächer der Häuser gedeckt sind und die sich sanft im Wind aneinanderreiben. Die sanften Töne stammen von Windspielen, die an den Dächern der Hütten angebracht sind und die von der sanften Brise erfasst hin und her wiegen. Sie sind aus Muscheln und feinen Metallröhrchen gefertigt, die an beigen Naturfasern herabhängen und die wunderbaren Töne, die sie von sich geben, durchbrechen auf anmutige Weise die Stille, die dich umgibt. Das Dorf scheint verlassen, aber keineswegs verwaist zu sein. Du hörst keine Stimmen und siehst keine Menschen. Doch vor einer der Hütten entdeckst du einen Tisch voller handbemalter Töpferwaren. Unzählige Farben und Muster wurden kunstvoll auf die verschiedenförmigen Gefäße aufgetragen. Rote Punkte und Linien, gelbe Spiralen, grüne Blattformen und blaue Wellen, Tropfen und Schuppen scheinen in ihren einzigartigen Kombinationen auf jedem Stück ihre ganz eigene Geschichte zu erzählen. Die leicht chaotischen Reihen aus Schalen, Tellern, Bechern, Krügen und allerlei anderer Gefäße auf dem überfüllten Tisch wirken, als kämen hier regelmäßig Touristen vorbei, um Souvenirs einzukaufen. Aber auch als du dich noch einmal umsiehst, kannst du niemanden entdecken. Weder Touristen noch die Bewohner des Dorfes. Deine eigenen Fußspuren auf der staubigen Dorfstraße scheinen alles zu sein, was auf die momentane Anwesenheit menschlichen Lebens an diesem Ort hinzuweisen scheint. Ganz still stehst du vor der Hütte mit den Töpferwaren und lauscht die Stille, die dich umgibt.
Alles, was du wahrnimmst, ist das leise Klingen der Windspiele und der Gesang der Vögel, der aus dem nahen Urwald bis in das Dorf dringt. Du hörst deinen Atem und das Rascheln der Blätter, mit denen die Dächer der Hütten gedeckt sind. Du nimmst auch das Rauschen der Baumkronen des Waldes wahr, die sich sanft im Wind wiegen. Du schließt die Augen und nimmst einen tiefen Atemzug. Atme die köstliche Luft dieses Ortes ein und wieder aus. Du atmest die Stille und den Frieden dieses Ortes ein und wieder aus. Du bist da. Du bist. Du hörst plötzlich ein dumpfes Geräusch, ganz leise und doch kraftvoll. Du konzentrierst dich ganz auf dieses Geräusch und glaubst, eine Art Melodie darin zu erkennen. Wie ein eigentümliches Lied, das in wundersamer Weise in Einklang mit den Geräuschen des Windes zu sein scheint. Mit immer noch geschlossenen Augen atmest du ruhig ein und aus, während du der Melodie lauscht. Es ist, als würdest du dich dem Rhythmus des Windes hingeben. Gemeinsam mit dem An- und Abschwellen des Windes atmest du ein und aus. Du atmest mit dem Wind. Es ist, als hättest du dich für diesen Augenblick mit dem Atem der Erde verbunden. Da nimmst du einen angenehm rauchigen Duft wahr, der in der Luft liegt. Du nimmst noch einige Atemzüge, um das wohltuende Aroma zu genießen, bevor du die Augen wieder öffnest. Du siehst dünne Rauchfäden, die aus einer der Hütten aufsteigen und vom leichten Luftstrom erfasst den Weg umspielen, als würden sie tanzen.
beobachtest das wundersame Schauspiel, das die durchscheinenden grauen Schleier vollführen. Verspielt scheinen sich die Fäden zu umkreisen. Mühelos passen sie sich den Impulsen des Windes an. Sie steigen schwerelos nach oben und lösen sich langsam auf. Sie werden eins mit ihrem Choreografen. Langsam gehst du auf die Tür zu, aus der die angenehm duftenden Schwaden aufsteigen. Schritt für Schritt. Du nimmst das Geräusch deiner Füße auf dem Boden wahr. Das leise Knirschen des Sandes unter deinen Schuhen. Du hast den würzig-rauchigen Geruch in deiner Nase. Und die eigentümliche Melodie, die zuvor aus weiter Ferne zu kommen schien, kommt näher und näher. Die einzelnen Töne werden klarer und du glaubst, eine Art Gesang zu vernehmen. Vor der Hütte steht ein Tongefäß mit klarem Wasser, in dem sich die Muscheln des Windspiels spiegeln. Einzelne Sonnenstrahlen erzeugen ein Glitzern auf der Wasseroberfläche. Die Tür des Hauses steht weit offen, und als du neugierig hineinblickst, siehst du eine alte Frau, die in der Mitte des Raumes vor einer Schale sitzt, aus der Rauchfäden aufsteigen. Nun erkennst du auch die Quelle des Liedes, das so wundersam in deinen Ohren klingt. Die Frau singt in einer dir fremden Sprache. Worte, deren Bedeutung du nicht kennst. Und die dich dennoch im Inneren berühren. Als könnte ein Teil tief in dir sie erfassen. Das stetige Auf und Ab ihrer Stimme, der Rhythmus, ihr Klang geben ihnen eine Bedeutung, die über die der Sprache hinausgeht. Die Frau kniet vor der Schale und schaukelt sanft im Rhythmus ihres eigenen Gesanges, die Augen sanft geschlossen, während die Rauchfäden sie umtanzen. Als würden sie ihrer Stimme folgen. Sie steigen aus der Schale aus schwarzem Stein, in der du glühende Asche erkennst. Das intensive Rot der letzten Glut ist im Begriff, mit einem letzten Aufflackern zu vergehen.
Wie gebannt beobachtest du das glühende Leuchten, das zugleich mit der Stimme der Frau anschwillt, als würde es gegen sein unvermeidliches Erlöschen kämpfen, bevor es schließlich in faszinierender Synchronität mit dem Gesang der Frau erlischt. Noch während dein Blick von völligem Erstaunen an die Asche und die letzten aus ihr aufsteigenden Rauchfäden gefesselt ist, öffnet die Frau ihre Augen. Sie ziehen deinen Blick an, wie ihre Stimme die Rauchfäden klar und strahlend geht eine Wärme von ihren Augen aus, die dich unwillkürlich berührt und dir ein Gefühl von Wohlwollen und Geborgenheit vermittelt. Ein liebevolles Lächeln liegt auf dem faltigen Gesicht der Frau. Es wirkt, als hätte sie dich hier erwartet. Als hätte sie gewusst, dass du heute hierher kommen und ihren Gesang und den Tanz des Rauches im Wind vernehmen würdest. Eine seltsame und doch wohltuende Vertrautheit geht von ihr aus, als würde sie dich kennen. Du fühlst dich ihr eigenartig verbunden, obwohl du sie zum ersten Mal siehst. All die kleinen Falten umspielen ihre Augen und ihren Mund und untermalen ihr Lächeln. Du fragst dich, was dieses Gesicht wohl geprägt haben mag. Du fragst dich, was ihre Augen gesehen, ihre Ohren gehört, ihre Nase gerochen, ihre Zunge geschmeckt und ihre runzligen Hände gespürt haben mögen. Ohne Worte gibt sie dir zu verstehen, dir deine Hände mit dem Wasser aus der Schale zu waschen, in dem sich immer noch die Muscheln des Windspiels spiegeln. Du tauchst deine Hände in die klare Flüssigkeit, die sich kühl und wohltuend um deine Finger legt und beobachtest, wie die Bewegung des Wassers die Spiegelung verzerrt und schließlich völlig zerstört, während du deine Hände darin reinigst. Die Frau bringt ein weißes Tuch und hält es dir einladend entgegen. Intuitiv weißt du, dass du deine Hände hineinlegen darfst. Sie beginnt, deine Hände vorsichtig abzutrocknen. Ganz sanft, als wären deine Hände die eines kleinen Kindes,
Ein Gefühl der Geborgenheit breitet sich in dir aus. Du genießt es, das weiche Tuch auf deinen Händen und Fingern zu spüren, und schließt die Augen, um die wohltuende, sanfte Massage noch besser wahrnehmen zu können. Von deinen Handgelenken über die Handrücken, über die Handflächen bis zu den Fingern und jetzt über die einzelnen Fingerglieder bis zu den Fingerspitzen. Deine Hände fühlen sich ganz angenehm an, ganz entspannt und ganz rein. Nachdem sie die letzten Wassertropfen von deiner Haut getupft hat, führt dich die Frau in ihr Haus. Du blickst noch einmal zu der schwarzen Schale in der Mitte des Raumes hin, doch die letzten Rauchfäden haben sich bereits aufgelöst. Nur der Geruch und ein leichter Nebel zeugen noch von dem Schauspiel, das sie vollführt haben. Ihrem Tanz, der wie von einer anderen Welt zu sein schien. Du siehst dich in der Hütte um. Sie besteht nur aus diesem Raum und ist spartanisch eingerichtet. In einer der Ecken hängt eine Hängematte, in einer anderen befindet sich eine kleine Feuerstelle. In der Mitte des Raumes steht auf einem großen, mit bunten Symbolen verzierten Teppich die schwarze Räucherschale. Du nimmst dir einen Moment Zeit, die Symbole genauer zu betrachten. Sie scheinen Geschichten aus alter Zeit zu erzählen. Doch am meisten beeindruckt dich die Decke der Hütte. Sie ist übersät von allerlei Federn, getrockneten Blumen und Blättern, Hölzern und Muscheln, die an zarten Fäden von ihr herabhängen. Du staunst über die Vielfalt, die sich vor deinen Augen abbildet. Du entdeckst kleine und große, schillernde, weiße und braun gefleckte, gerillte und glatte Muscheln, flache und schneckenförmige, spitz zulaufende und runde. Du siehst Blumen in den verschiedensten Formen und Farbschattierungen und Hölzer in den verschiedensten Abstufungen von Braun, Schwarz und Weiß.
ebenso die Federn, von denen keine einzige der anderen gleicht. Manche von ihnen scheinen von majestätischen Greifvögeln zu stammen und andere von den bunten kleinen Vögeln des Regenwalds. Du genießt das Zusammenspiel aus Farben und Formen eine Weile und nimmst dir Zeit, es in seinen Einzelheiten wahrzunehmen. Nachdem du dich eine Weile und ganz in Ruhe umgesehen hast, überreicht dir die Frau ein Bündel aus beigen Leinen und schenkt dir ein weiteres Lächeln. Die grauen Haare kräuseln sich um ihr Gesicht, dessen Kerben dich an die Rinde eines Baumes erinnern. Du weißt nicht, was sich in dem Bündel befindet, und doch spürst du intuitiv, dass du nichts weiter brauchen wirst auf deinem heutigen Weg. Dankbar nimmst du es in deine Hände. Es ist überraschend leicht. Du lädst es auf deinen Rücken und stellst fest, dass du seine Last kaum wahrnimmst. Nun bist du bereit, das Reich des Waldes zu erkunden. Dankbar für diese einzigartige Begegnung und die Freundlichkeit, die du von ihr empfangen hast, verabschiedest du dich von der Frau und gehst hinaus auf den staubigen Weg, vorbei an den Hütten, bis du schließlich vor einem Pfad des Urwaldes stehst. Wie eine grüne Wand steht er majestätisch vor dir. Er scheint undurchdringlich und einladend zugleich, so dass du keinerlei Furcht empfindest, als du einen letzten Blick auf das Dorf wirfst. Der Gesang verschiedener Vögel dringt an dein Ohr, und dennoch fühlst du dich von einer ureigenen Ruhe umgeben. Eine Ruhe, die dich mit jedem Schritt, den du dich tiefer in diese wundersame Welt vorwagst, mehr und mehr zu füllen scheint. Der schmale Weg aus feuchten, braunen Blättern scheint gut begehbar, als würde dich der Regenwald einladen, seine Wunder zu erfahren. Du nimmst die unzähligen Grün- und Braunschattierungen der Bäume wahr und atmest die feuchtwarme Luft, die überraschend angenehm und nicht drückend ist. Gelegentlich bilden Urwaldblumen
in den unterschiedlichsten Formen und Farben, einen Kontrast zu dem grün-braunen Farbenspiel der Bäume. Du nimmst dir etwas Zeit, die wundersamen Blüten genauer zu betrachten. Da entdeckst du einen winzig kleinen Kolibri, der von einer zur nächsten Blüte fliegt. Er streckt seinen langen, dünnen Schnabel in die farbenfrohen Trichter der Blüten, um von ihrem süßen Nektar zu naschen. Sein Flügelschlag ist so schnell, dass du ihn kaum sehen kannst. Doch du hörst die zarte Vibration der Luft, die sie kreieren. Es klingt fast wie ein wundersam leiser Helikopterrotor. Und tatsächlich scheint sich der kleine Vogel auch ein bisschen wie ein zarter, unglaublich flinker Helikopter durch die Lüfte zu bewegen. Und doch ist er dabei so viel anmutiger. Vorsichtig machst du einen Schritt näher, und der kleine Vogel zieht einen Kreis um dich, als wolle er dich begrüßen. In diesem Moment kannst du die Luftbewegung sogar spüren, die seine kleinen Flügel erzeugen. Sanfte, schnelle Windstöße berühren deine Haut. Du bist fasziniert von diesem zarten Wesen, das in diesen Wäldern seine Heimat hat. Fasziniert von der Raffinesse der Natur, die diesen Vogel mit all seinen wundersamen Eigenschaften hervorgebracht hat. Ein Sonnenstrahl findet seinen Weg durch das Dickicht und taucht seine Federn in ein wunderschönes, türkisblaues Schimmern, bevor er mit einem letzten Wink seiner kleinen Flügel in den Tiefen des Waldes verschwindet. Du fühlst eine tiefe Freude, die Schönheit dieses Ortes erleben zu dürfen. Als du dich wieder dem schmalen Pfad zuwendest, der sich durch diese Welt schlängelt wie ein Fluss, der seinen Weg durchs Gestein findet, tiefer und tiefer folgst du dem Pfad hinein in den Wald, bis du schließlich an einem Baum Halt machst, dessen Stamm so weit in den Himmel reicht, dass du seine Krone kaum erkennen kannst, wie das Bein eines Riesen steht er vor dir und wirkt, als hätte er durch alle Zeiten hinweg Bestand. Er strahlt eine Art von Sicherheit und Dauerhaftigkeit auf dich aus,
du fragst dich, wie lange er wohl schon hier auf seinem Platz steht, wie viele Geschichten er zu erzählen hätte. Demütig näherst du dich dem alten Riesen und legst deine Hand auf seine Rinde. Du lässt sie über den Stamm streichen, erst rau, gezeichnet von unzähligen Rillen und Furchen. Einige Stellen sind von Flechten und Moos bewachsen. Sie bilden einen angenehm weichen Kontrast zu seiner Rinde. Du erkundest diese Landschaft ganz in Ruhe mit deinen Fingern. Wie fühlt sich der Baum an? Was kannst du spüren? Als du deine Hände wieder abhebst, bleiben einige Wassertropfen auf ihnen zurück, die das Moos bei deiner Berührung abgegeben haben. Du hebst den Kopf und siehst zu dem Baumriesen auf, als könntest du dort dein Gesicht erblicken. Tatsächlich siehst du unzählige Äste, die sich zu allen Himmelsrichtungen hin ausbreiten und sich immer weiter und immer feiner verzweigen. Du legst für einen Moment deine Stirn auf den Stamm des Baumes und nimmst einen tiefen Atemzug, um den angenehmen Duft wahrzunehmen, der von ihm ausgeht. Deine Hände und deine Stirn ertasten immer noch die Berge und Täler seiner Rinde. Du fühlst dich auf wundersame Weise beschützt und verbunden mit diesem alten Riesen des Waldes, mit diesem majestätischen Werk der Natur. Erfüllt von einer ganz eigenen Art von Respekt für diesen Wald und seine Wesen, trittst du wieder zurück auf den Pfad. Er macht noch einige letzte Windungen und endet schließlich in einer kleinen Lichtung. Du bist überrascht, denn der Boden ist hier felsig und nur einige wenige Bäume haben es geschafft, dieses steinige Feld mit ihren Wurzeln zu durchbrechen. Nach den unendlich scheinenden Tiefen des Waldes, die du durchquert hast, scheint dieser Ort fast ein bisschen surreal. Wie eine Oase inmitten einer Wüste scheint dies ein besonderer Platz inmitten des Urwalds zu sein.
der seine ganz eigene Atmosphäre ausstrahlt. In der Mitte der Lichtung entdeckst du eine Öffnung, durch die eine Leiter in die Tiefe führt. Du siehst hinab und erkennst, hier ist eine Höhle und sie ist gefüllt mit Wasser. Du legst das Leinenbündel auf einem der grauen Felsen ab und beginnst dich auszuziehen. Du zögerst einen Moment und blickst dich um, aber du bist ganz alleine. Niemand wird dich stören. Du kannst also in Ruhe deine Kleider ablegen, um in das Wasser hinabzusteigen, wenn du möchtest. Der Felsen ist angenehm warm unter deinen Füßen. Die Sonnenstrahlen, die dichten Baumkronen des Waldes kaum zu durchbrechen vermögen, können hier ungehindert auf dich herabscheinen. Vorsichtig steigst du die Leiter hinunter und erkennst, dass die Decke der Höhle noch weitere Öffnungen aufweist, durch die das Sonnenlicht einströmen kann. Es taucht die Höhle in ein mystisches Licht. Es ist dunkel und doch hell. Ein wundervolles Spiel aus Schatten und Licht und Wasser. Denn im kristallklaren, dunklen Wasser bilden die Sonnenstrahlen türkisblaue Lichtkegel, die du bis zum Grund hin verfolgen kannst. Als du deine Füße in das Wasser eintauchst, stellst du fest, dass es erfrischend, aber nicht kalt ist. Ohne zu zögern, tauchst du nun mit deinem ganzen Körper hinein. Du schließt die Augen und lässt dich mit dem Kopf voran einen Moment durch das Wasser gleiten. Dann durchbrichst du wieder die Oberfläche und nimmst einen tiefen Atemzug. Du fühlst dich angenehm erfrischt, ein bisschen wie neugeboren. Vorsichtig öffnest du die Augen. An den dunkelgrauen Felswänden erkennst du verspielte Windungen, Kanten und Spalten, als würdest du auf die Karte einer Gebirgslandschaft blicken. Die Decke ist übersät von Stalaktiten und anderen Formationen, die wie Eiszapfen von ihr herabhängen. Die Wellen, die du beim Eintauchen ins Wasser erzeugt hast, klingen langsam ab, bis die Oberfläche des Wassers völlig ruhig vor dir liegt.
Wie ein Spiegel kreiert sie gemeinsam mit den Felswänden eine perfekte Illusion, die dir ein Gefühl der Unendlichkeit vermittelt. Spielerisch steckst du deine Beine in die Spiegelung und betrachtest fasziniert das Bild, das dabei entsteht. Es sieht aus, als wären deine Füße mit dem Fels verbunden, als würden sie darin verschwinden, als könntest du eins werden mit dieser Höhle. Du lachst, denn hier fühlst du dich frei, alles zu tun und zu fühlen, was du möchtest. Dieser magische Ort fühlt sich wie eine eigene Welt an, die du in diesem Moment ganz für dich allein hast. Du fühlst dich ganz wohl und geborgen. Das Wasser umschmeichelt und erfrischt deinen Körper. Es ist still. Das einzige Geräusch wird erzeugt von deinen eigenen Bewegungen im Wasser. Mit einem Lächeln auf dem Gesicht genießt du das Gefühl, diesen wunderbaren Ort für dich zu haben. Und nimmst dir Zeit, in Ruhe all die Eindrücke in dich aufzunehmen. Der Anblick des Zusammenspiels aus Gestein, Wasser und Licht, das Gefühl des Wassers auf deiner Haut, deine Bewegung und die Bewegung des Wassers und dieses tiefe Glücksgefühl in dir. Du legst dich auf den Rücken und beginnst gleichmäßig und tief zu atmen, um auf der Oberfläche zu treiben. Du blickst zur Decke und lässt deine Augen über die fantastische Landschaft schweifen, die die Stalaktiten und Felsformationen an der Decke der Höhle bilden. Wie schwerelos schwebst du auf der Wasseroberfläche. Du nimmst deinen eigenen Herzschlag wahr, den Rhythmus deines Atems. Wann hast du ihn zuletzt gehört?
Du spürst das Auf und Ab deines Brustkorbs. Und fühlst, wie dein Körper bei jedem Ausatmen ein klein wenig tiefer in das Wasser sinkt, ohne ganz unterzugehen. Und wie er sich bei jedem Einatmen wieder ein wenig anhebt. Langsam kommst du an, an diesem Ort, in dir. Du genießt dieses Gefühl des Seins, das Gefühl des Daseins. Du bist hier und jetzt, nicht mehr und nicht weniger, und nichts scheint von mehr Bedeutung zu sein als dieser Moment. Atmest aus und lässt dich in das kühle Wasser sinken, bis du ganz untergetaucht bist. Die Sonnenstrahlen dringen durch die Oberfläche bis in deinen Körper und fühlen sich angenehm warm auf deiner Haut an. Du lässt einige Luftblasen aus deinem Mund entweichen, bevor du langsam auftauchst und ganz in Ruhe zurück zu der Leiter schwimmst. Du kletterst wieder nach oben ans Sonnenlicht. Die Sonne steht schon etwas tiefer und beginnt den Himmel in rosafarbenes Licht zu tauchen. Du setzt dich auf einen der Felsen und genießt die Schönheit, die dich umgibt, und das Gefühl des Friedens, der Stille und des Staunens, das dich erfüllt. Du bist unendlich dankbar, hier zu sein. Und nimmst in aller Ruhe einfach nur wahr, was dich umgibt und was dich erfüllt. Als du ein wenig Durst verspürst, fällt dir das Bündel wieder ein, das du auf dem Felsen zurückgelassen hast. Vorsichtig öffnest du es und stellst fest, dass der Leinenstoff, aus dem es gemacht ist, zugleich eine Hängematte ist. Du findest eine Flasche, die aus der leeren Schale einer Kokosnuss gefertigt ist.
Dankbar öffnest du sie und trinkst eine herrlich erfrischende Flüssigkeit. Es scheint bloß reines Wasser zu sein, und doch schmeckt es ganz wunderbar. In dem Bündel befinden sich noch zwei kleine Pakete, die aus weichen Blättern gemacht sind. Du entfaltest das erste Paket. Die Blätter sind wunderbar weich und samtig in deinen Händen. Du findest darin eine Speise aus gedämpftem Teig, die einen angenehmen, süßlichen Duft verströmt und zu deinem Erstaunen noch warm ist, als wäre sie erst vor wenigen Minuten frisch zubereitet worden. Du nimmst einen Bissen und stellst fest, dass der Teig mit einer orangefarbenen, exotischen Frucht gefüllt ist und ganz herrlich schmeckt. Eine wunderbar leichte Süße breitet sich auf deiner Zunge aus und wird untermalt von einer milden Säure. Gemeinsam mit dem weichen Teig bilden sie eine wunderbare Komposition aus Aromen und warmem Wohlgefühl in deinem Mund. Du genießt deine Mahlzeit in vollen Zügen. Nachdem der letzte Bissen seinen Weg in deinen Magen gefunden hat, stehst du auf und spannst die Hängematte zwischen zwei Bäumen auf der Lichtung auf. Satt und zufrieden lässt du dich in den weichen Stoff sinken. Die Sonne taucht den Himmel auf der einen Seite in glühend rotes Licht, während auf der anderen die ersten Sterne im Halbdunkel aufzuleuchten beginnen. Du erfreust dich an dem Schauspiel über deinem Kopf. Beobachtest, wie Tag und Nacht für diesen Augenblick miteinander verschmelzen. Du nimmst wahr, dass die Geräusche des Urwaldes lauter werden. Die Tiere der Nacht erwachen und erzeugen ihr ganz eigenes Orchester. Ein tiefes Gurgeln und stetiges Zirpen setzt ein. Ab und an, durchbrochen von Rufen und Rascheln, Knistern und Knirschen. Du lauscht genauer, um die einzelnen Facetten dieser Komposition wahrnehmen zu können. Dann
öffnest du andächtig das letzte Paket aus Blättern, während du in der Hängematte hin und her schaukelst. Zu deiner Überraschung befindet sich darin eine wunderschön gefertigte Kette. An einem schwarzen Lederband hängt eine kleine Kugel, so klar, als wäre sie aus Glas. Da beginnt in der Kugel ein Licht zu erstrahlen. Blau, wie die einzigartige Farbe, die aus der Kombination von Wasser und Sonnenlicht hervorgeht, die du zuvor in der Höhle beobachten durftest. Leuchtend, magisch, atemberaubend schön. Als du deinen Blick von dem faszinierenden Licht abhebst, erkennst du, dass zur gleichen Zeit auch die Lichter des Nachthimmels zu leuchten begonnen haben. Über deinem Kopf säumen unzählige Sterne das Dach der Welt. Du legst die Kette um deinen Hals, lässt dich tiefer in die Hängematte sinken und blickst in die Weite des Universums. Erfüllt von Staunen, von Zufriedenheit, erfüllt von innerer Ruhe und Harmonie. Auf deiner Reise in die Welt der Träume rufst du dir noch einmal all die kleinen Momente ins Gedächtnis, die dich heute glücklich gemacht haben. Und langsam schließt du die Augen. Du fühlst dich wohl, sicher und geborgen in diesem Wald. Du brauchst dich vor nichts zu fürchten. Alles ist gut. Du lässt deinen Atem ganz natürlich kommen und gehen. Und lauscht den Geräuschen des Waldes. Ganz entspannt nimmst du wahr, wie deine Gedanken zur Ruhe kommen. Wie sich dein ganzer Körper nach und nach schwer in die Hängematte sinken lässt. Schenkst dir und diesem schönen Tag noch ein letztes Lächeln.
und schläfst schließlich unter den wundervollen Lichtern des Universums auf dieser Lichtung inmitten des Regenwaldes ein.